Willkommen zurück. Mein Gast des Tages ist ein Besessener. Und das hat man erst jetzt so richtig erfahren. Zuvor ist Peter Henning als Autor und Schriftsteller bekannt geworden. Viele Romane hat er veröffentlicht, Preise und Stipendien gewonnen in seinen Werken. Bisher, da schimmerte zwar immer etwas von seiner Besessenheit durch, doch erst jetzt ist sie allen offenbar. Peter Henning beschäftigt sich seit seiner Kindheit mit Schmetterlingen. Und für sein neuestes Projekt ist er ihnen durch ganz Europa gefolgt. Er nimmt die Dinge gerne unter die Lupe. Peter Henning, seine Vorliebe? Schmetterlinge. Der Journalist und Autor hat sich einen Traum erfüllt. Schon als Kind faszinierten ihn die geheimnisvollen Falter. 50 Jahre später hat er sich auf eine Schmetterlingsexpedition quer durch Europa gemacht. Seine Reise in die faszinierende und verborgene Welt der Insekten hat er in seinem Reisebericht »Mein Schmetterlingsjahr« festgehalten. Peter Henning entschlüsselt darin die Verhaltensmuster und Überlebensstrategien der unterschiedlichsten Schmetterlinge, von ihren Tarnungen bis zum Liebeswerben. Der studierte Germanist und Philosoph beschreibt die Natur der Falter in aller Genauigkeit, sodass sein Reisebericht einem Sachbuch gleicht. Jahrzehntelang sammelte und züchtete Peter Henning die Verwandlungskünstler. Der Schriftsteller hat bereits mehrere Bestseller-Romane herausgebracht. Mit Liebe zum Detail geschrieben, könnte auch Schmetterlingsjahr von Erfolg beflügelt werden. Schön, dass Sie da sind, Peter Henning. Wir müssen über Viktor reden. Viktor ist derjenige, der Sie zu den Schmetterlingen gebracht hat. In welchem Verhältnis standen Sie zu dem? Er war eigentlich die wichtigste Person meines ersten Lebens, wie ich das gerne nenne. Denn ich bin ein Kinderheimkind. Ich war die ersten 5 Jahre im Kinderheim. Und er hat mich damals aus dem Kinderheim geholt und hat mir ein wahrhaft poetisches Lebensgefühl sozusagen eingeimpft. Denn er brachte mir die Welt der Schmetterlinge bei, aber er brachte mir auch eine ganz andere, nämlich eine wahnsinnige Welt bei, weil er war völlig unkonventionell. Also ich saß als 8-Jähriger im Auto mit einer Trillerpfeife, während er nachts in Apotheken einbrach, weil er Morphinist war. Ich war dabei, wie wir mit 10 Jahren Waffen schmuggelten. Er lud einfach den Kofferraum unseres damaligen alten Opel-Rekord voll mit Schusswaffen, die er dann in die Frankfurter Kreise Exilpolen verkaufte. Also es war eine ganz verrückte Figur, der Mandoline spielte, der Frauen verführte, der trank. Das war eine hinreißende Person. Und er war der Lebensgefährte Ihrer Großmutter. Er war der Lebensgefährte meiner Großmutter und geistert durch all meine Bücher. Und mit dem roten Kadett sind Sie durch Europa gefahren und haben Schmetterlinge angeguckt? Oder war das nur Vorwand, um dann irgendwelche Waffen zu schmuggeln? Er hat das praktisch mit dem Poetischen verbunden. Nein, es war tatsächlich so, dass manchmal kam es vor, ich war in der 3. Klasse, der Wagen hielt vor der Schule, sagt, wir müssen los, in Dubrovnik schlüpft der Windenschwärmer. Dann sind wir einfach losgefahren und meine Groß kam dann nach 14 Tagen wieder. Und wir pirschten uns sozusagen an diese Falter ran und meine Großmutter schrieb dann gewundene Entschuldigungsbriefe. Aber er war völlig unkonventionell. Er sagte, wir müssen jetzt hin. Und das haben die Schulen mitgemacht? Na, ich bin, muss ich gestehen, ich lehre heute selbst an der Universität in Köln, kreatives Schreiben und stehe vor Studenten, aber ich bin von der Schule geflogen. Ich wurde verwiesen, weil ich einfach ein halbes Jahr mal nicht da war. Ich war einfach unterwegs. Und das war alles sehr unkonventionell, aber es hat mich vielleicht zu dem gemacht, was ich heute bin, nämlich Schriftsteller. Und Sie haben schon als Grundschulkind Vorträge halten können über Schmetterlinge? Also ich war in unserem Viertel in Hanau, ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, in dieser Brüder-Grimm-Stadt. Und es sprach sich irgendwann rum, dass ich sozusagen Schmetterlinge sammle. Und wann immer in Gärten Puppen, Raupen, Falter gefunden wurden, standen die bei uns vor der Tür und haben die bei mir abgegeben. Was fasziniert Sie daran so besonders bis heute? Ich nehme mal einfach hier, drehe mich um, weil ich es vergessen habe rauszunehmen. Ich habe es ja jetzt erst zu 3/4 gelesen, dieses Buch. Und man liest es weg und glaubt, jetzt wird man auch zum Schmetterlingsexperten. Da gibt es die Frechen, die Langsamen, die Schnellen, die Flinken. Sie scheinen ja denen sozusagen Charaktere zuzusprechen. Ist das so? Das ist wohl so tatsächlich, weil es ist eine unglaubliche Vielfalt an Formen, an Farbreichtum. Das sind Trickser, das sind Spieler. Also ich habe mich mit dem ganzen Tarnverhalten, mit deren Flugverhalten. Ich glaube, ich kann tatsächlich, wenn hinter mir an einer Wand ein Schatten vorbeifliegt, kann ich Ihnen sagen, welcher Schmetterling vorbeigeflogen ist. Also ich kann mir sozusagen mein Leben, wie Nabokov es auch mal sagte, ein Leben ohne Schmetterlinge eigentlich nicht vorstellen. Und wenn ich ein Wappentier hätte, wäre es, glaube ich, der Schwalbenschwanz. Wir werden der Schwalbenschwanz, was ist so schön an dem Schwalbenschwanz? Ja, der Schwalbenschwanz ist einer der größten bei uns tagfliegenden Falter, aber steht mittlerweile auf der roten Liste. Er ist sehr stark gefährdet und das ist ein hinreißender Falter, wie wir ihn nur hier in unseren Breiten einmal haben, nämlich mit den Schwalbenschwänzen.
Und wir wollen, während wir mal miteinander reden, ein paar Falter, wie Sie sagen, zeigen. Warum sagen Sie Falter und auch mal Schmetterlinge? Naja, man unterscheidet natürlich zwischen Tagfaltern, Nachtfaltern. Aber das ist zum Beispiel ein Ligusterschwärmer, die sitzen bei mir an der Hauswand, die sind ausgeschlüpft. Und für mich ist das ist eine Totenkopfschwärmerraupe. Ich habe gerade wieder welche zu Hause, muss die jeden Tag füttern. Und das ist ein Erdbeerbaumfalter, da sind gerade 6 Stück gestern geschlüpft. Das sind hinreißende Wesen, das ist ein Wolfsschmidtschwärmer. Erdbeerbaumfalter, bleiben wir mal da. Ja. Da habe ich gelernt, die haben Sie in der Toskana insbesondere. Die habe ich dort beobachtet, aber ich habe auch von einem befreundeten Züchter aus der Pfalz, der züchtet die seit 30 Jahren. Und der hat mir diese diese Raupen zukommen lassen. Und das ist der größte tatsächlich europäische tagfliegende Falter. Ein hinreißendes Tier. Und diese Falter sind insofern besonders, als wenn sie in ihr Reich eindringen, fliegen diese an wie kleine Düsenjäger und sagen, raus hier, verschwinde. Das heißt, die sind in Kampfeslaune? Die sind in Kampfeslaune, die steigen in kleinen Geschwadern auf und wollen einfach, du, das ist unser Reich, du hast hier nichts zu suchen, verschwinde. Und jetzt haben Sie eben gesagt, Sie füttern die, dann schlüpfen die und was kommt dann? Dann lasse ich sie fliegen. Das ist mein Lohn, wenn ich, also wir leben ja in einer Zeit. Also doch, früher haben Sie sie auch aufgespießt und gefangen. Da möchte ich mich nicht dran erinnern. Ich habe meine Kästen dann auch verschenkt an Freunde und ich habe mich jetzt für das Lebende entschieden. Ich versuche sozusagen die wirklich rasant zurückgehenden Bestände ein bisschen mitzusichten und auch aufzuforsten. Ich sammle das, ich bekomme von befreundeten Züchtern Eier, päppele die durch und mein Glücksmoment ist, wenn ich auf meinem Kölner Balkon stehe und lasse sie in den blauen Himmel aufsteigen. Und wie lange leben die dann? Es ist ganz verschieden. Also in unseren Breiten kennen wir den Zitronenfalter, das ist der Methusalem, der lebt 8 Monate. Und der hat das Besondere, dem kann man im Schnee begegnen. Und die sitzen im Schnee und überwintern und Kinder wundern sich, da sitzt ja ein Schmetterling. Tatsächlich verwandelt der aber die Flüssigkeit in seinen Flügeln in Frostschutzmittel. Der friert nicht ein. Das heißt, wenn wir auch oft dann im Frühjahr sagen, oh, da ist ja der erste Zitronenfalter, Quatsch, das ist der letzte. Das ist der letzte, der hat überwintert, genau, die fliegen 8 Monate. Und fliegen dann noch einen Frühling. In Ihrem Buch, Sie haben ja so viele andere Bücher geschrieben, darauf kann ich jetzt gar nicht eingehen. Also wenn man Peter Henning googelt, dann kommt diese ganze Reihe von vielen Romanen, die Sie geschrieben haben. Aber in Ihrem Buch, da ist das ja so eher auch eine Reisebeschreibung. Das denkt man, Mensch, dann nach Spanien müsste man ja mal hin, wenn da in der Nähe von Madrid die Landschaft so wunderbar ist, wie ja. Sie sie beschreiben. Was ist da für ein Schmetterling nochmal? Da habe ich den Isabella-Spinner gefunden, in der Sierra de Gredos. Und das war eines der größten Glücksmomente für jemanden wie Sie? Das ist etwas ganz, ganz Besonderes, weil der sieht aus, als hätte sich das ein 7-Jähriger im Kindergarten ausgedacht und auf seinem Papier gemalt. Auch einer mit großen, langen Schwänzen. Sein hinreißend schöner Falter, sehr selten. Man kann ihn auch in der Schweiz gelegentlich antreffen. Und ja, mein Buch ist, ich würde ihn ist ein Bastard nennen. Also es ist sozusagen ein Reisebuch, in dem ich mich um 121 Schmetterlinge kümmere und nebenbei die Geschichte meiner Liebe und unseres wunderbaren, sehr komplizierten, schwierigen Verhältnisses zu meinem Ziehvater erzähle. Und Sie erzählen auch, dass Leute zum Beispiel auf Samos Schmetterlinge gar nicht schätzen. Ja, es ist, also ich habe das jetzt gerade auch im engeren Bekanntenkreis mit einer Frau erlebt, die sagt, du kannst mit mir alles machen, aber setz mir keinen Totenkopffalter ins Zimmer. Also es gibt Menschen, die haben Angst vor diesem Geflatter und verstehen, und insbesondere Totenkopfschwärmer, den wir auch im Bild sahen, das ist einer der wenigen Falter, die Geräusche von sich geben, die grillenhafte Zirpsen machen. Und die in Bienenstöcke einbrechen und dort den Bienen sich parfümieren wie Bienen und denen den Honig klauen. Man merkt, es sind Kriminalgeschichten darunter. Absolut. Ganz kurz Geständnisse. Was war das ein Gefühl, als das hier fertig war? Wundervoll. Das war sozusagen, ich habe da die Summe sozusagen meiner gemachten Erfahrung gezogen. Sie haben geschrieben, alles im Leben kann jede Sekunde schiefgehen, sagen Sie. Wie gewinnt man daraus Lebensmut, wenn alles im Leben kann jede Sekunde schiefgehen? Also ich beobachte diese Tiere seit 50 Jahren und ich glaube, sie ein bisschen zu verstehen. Aber ich verstehe nicht, eine Puppe, ein Falter hat sich verpuppt, du schneidest die Puppe auf, da ist grünes Wasser drin. Und 4 Wochen später platzt die auf, es kommen Fühler raus und die gucken dich an und sagen, hallo, ich komme aus einer fremden Welt, aber diese Welt ist deine Welt. Also dieses immer wieder neu hineinfinden in diese poetische Welt, die uns die ganze Zerbrechlichkeit unserer eigenen Existenz vor Augen führt, das ist etwas, was mich unglaublich fasziniert. Wie wird man dann offen für ein neues Thema, für einen neuen Roman? Ich habe gerade einen 800-seitigen Roman abgeschlossen, der im nächsten Jahr kommt. Die Tüchtigen ist ein Generationsroman über die heute 50-Jährigen, der das Thema behandelt, wir sind 50, was können wir noch erwarten?
Das ist das Thema dieses neuen großen Romans, der im Herbst mein kommt. Mein Thema auch. Das wollen wir aber jetzt nicht vertiefen. Jetzt wollen wir nämlich ein bisschen Adventskalender spielen. Ich hatte da vorher geguckt, das ist schon ziemlich geräubert. Wir sind ja schon bei der 21. Ich kann Ihnen sagen, dass die 21 hier ist. Und ich mache mal, weil ich diesen Adventskalender schon ein bisschen besser kenne. Holen Sie mal bitte raus, was da drin ist. So, und dann müssen wir mal... Das ist natürlich für Kinder eigentlich, aber damit kann bestimmt jemand, der für Schmetterlinge sich begeistert, auch was anfangen. Was ist das? Das ist ein kleiner Geschenkanhänger. Ein Fuchs. Ein kleiner Geschenkanhänger. Ein kleiner Geschenkanhänger. Wunderbar. Das ist ein Geschenk an Sie für Ihren tollen Besuch hier bei uns und dass Sie uns innerhalb von 10 Minuten nahegebracht haben, dass Schmetterlinge eine ganze Welt bedeuten. Das ist eine wundervolle Welt. Ich danke Ihnen sehr. Danke. Bitte.